Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Diese Folge heute trägt den Namen Gestern investieren, heute kassieren, denn wir haben gestern ordentlich investiert und können heute ordentlich abkassieren. Also die Investitionen, die wir gestern getätigt haben, sind komplett eingeschlagen. Wir haben so viele Coins gemacht, auch die Infos, in die wir in der letzten Zeit investiert haben, bringen uns unfassbar viele Coins. Also wir haben jetzt bestimmt schon wieder 600.000, 700.000 Coins über Nacht Profit gemacht. Das ist ein Mega-Profit, was wir hier heute wieder geschafft haben. Eine Sache muss ich allerdings vorher anmerken, und zwar ist mir da ein Fehler gestern unterlaufen, und zwar haben wir Valeri verkauft und wir haben ihn zu früh verkauft, denn ich habe ja an die Ibrahimovic SPC gedacht, habe aber den riesen Fehler gemacht, dass ich nicht daran gedacht habe, dass der eigentlich so interessant ist, weil man den eben braucht, wenn man Ibrahimovic in einem Team verlinken will. Dann müsst ihr diesen Valeri eigentlich mit einbauen, weil das eigentlich so eine der wenigen starken Karten aus der MLS ist. Und hier ist die 85er Karte von ihm extinct. Ihr findet sie hier auf dem Markt nicht mehr. Das heißt, 50.000 Coins bekommt ihr pro Karte. Ich habe die Valeris alle für 33.000 Coins verkauft. Also da sind mir 17.000 Coins pro Karte leider durch den Sand gegangen. Also da haben wir leider 17.000 Coins pro Karte zu wenig rausgeholt. Das ist sehr ärgerlich, aber wenn man sich so die anderen Investitionen guckt, sieht man, anguckt, dann sieht man, wie hoch der Profit bei diesen Karten ist. Das ist Wahnsinn, was wir hier wieder rausgeholt haben. Wir fangen direkt hier an. Kums, 16.000 Coins hatten wir immer bezahlt für die Karte. Kolarov, 20.000 Coins. Wir verkaufen den jetzt endlich für 29.500 Coins, weil wir eben mal die Coins auf dem Konto haben wollen und zum Team of the Year heute Abend nochmal richtig investieren wollen. Das ist das Schöne. Wir haben gestern investiert, können heute verkaufen und können heute wieder investieren und dann, wer weiß, wann wir dann wieder verkaufen können, aber wir machen einfach in 2 Tagen so viel Profit, weil wir eben aus 1 Million Coins zum Beispiel 1,5 Millionen Coins machen und dann die 1,5 Millionen Coins heute direkt wieder investieren können. Das ist Wahnsinn und das ist sehr, sehr gut, was wir hier für Coins machen. Foster, 24.500 haben wir für 18.000, 19.000 Coins, glaube ich, bekommen. Dann haben wir H-Wert, 27.500 momentan oder 27.250, was wir da für die Karte bekommen haben. Den haben wir damals für 19.000 Coins gekauft. Wieder ist nicht so groß der Profit. Bakayoko auch kein Profit gewesen. Caligiuri haben wir mindestens 10, 20 Mal im Verein hier gehabt. Da habe ich euch immer gesagt, kauft diese Karte. Der Preis ist super, der wird irgendwann richtig teuer sein. Hier habe ich ihn für 23.000 Coins verkauft, aber der ist mittlerweile hier 26.500 Coins wert. Für den Preis könnt ihr alle Caligiuris verkaufen momentan. Das ist Wahnsinn. Das ist ein riesen Profit, den wir da machen. Den konntet ihr ja zwischenzeitlich für 18.000 Coins einkaufen. Und wenn ihr da auch 10, 20 Stück von habt, dann macht ihr einen richtig großen Profit. Gignac, den hatten wir damals für 16.000, 17.000 Coins verkauft, geht weg. Jetway haben wir für 12.000 Coins damals gekauft. Ihn haben wir zum absoluten Abschlusspreis gekauft. Dann haben wir Fernandinho. Der ist eben nicht momentan nicht zu ziehen, weil er ein Inform bekommt, habe ich euch im vorletzten Stream gesagt. 15.000 bis 16.000 Coins haben wir bezahlt. 22.250 holen wir jetzt pro Karte da raus. Alle 85er Karten hier momentan bei 12.000 bis 13.000 Coins etwa. Manolas, Paulinho haben wir hier verkauft, also die Coins verdoppelt. Habe ich euch gesagt, kauft viele 85er, 84er bei hier habe ich euch empfohlen. Von 2.300 auf 3.900 Coins. Dann haben wir Süle 5.300 Coins, Sergio Roberto, die habe ich aber gezogen, die Karte. Dann haben wir hier halt noch ein paar 84er, so wie Meunier, den wir gestern eben, als die Ibrahimovic SBC kam, ein paar Mal mitgeholt haben für 1.700 Coins. Jetzt 2.800 Coins, auch eine absolut lohnenswerte Investition. Trippier hier auch bei 2.000 Coins momentan, machen wir auch 700 Coins pro Karte pro Win. Das ist nicht so viel, aber auch das ist Profit, den wir mitholen. Und da hoffen wir hier, dass der nächste Caligiuri bald weggeht. Skriniar haben wir gestern investiert. Von 38.000 Coins ist er mittlerweile 44.000 Coins etwa wert. Und der wird noch weiter ansteigen, weil er eben für Frisalko die wichtigste verlinkbare Karte sein wird. Und Frisalko werden die meisten ja erst freischalten. Und deswegen wird da das Interesse noch höher gehen, dass die Karte auf jeden Fall noch steigen wird. Ja, hier haben wir noch ein paar Caligiuris, die wir alle noch verkaufen werden, da machen wir 7.000 Coins pro Karte Profit. Wir gehen das noch einmal hier weiter durch. Gucken wir mal, 86 haben wir noch viele Alaba. Gestern 13.500 bezahlt für die Karte. Jetzt könnten wir die für 16.000 Coins verkaufen. Ich werde noch welche behalten auf jeden Fall. Aber hier gucken wir mal, den da können wir direkt anbieten. Da ist der auch direkt wieder weg. Kimmich, 12.000 Coins bezahlt, bekommt er auch für 15.000 Coins locker weg. 16.000 wahrscheinlich. Also auch da haben wir richtig Profit gemacht. Kimmich habe ich auch schon ein paar verkauft für 16.000 Coins.
Und ja, 83er, die sind ja alle noch längere, ältere Investitionen. Bender ist noch nicht hochgegangen, aber da kann ja heute noch eine SPC kommen. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn, was wir hier für Coins rausgeholt haben. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie viel Profit ihr rausgeholt habt aus der ganzen Sache, denn das interessiert mich sehr, wie hoch bei euch der Profit war. Ihr habt ja teilweise mit mir gestern mit investiert, da müsstet ihr ja definitiv guten Gewinn gemacht haben. Und da bin ich sehr gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Forceback solltet ihr auf jeden Fall verkaufen, denn der ist hier richtig teuer geworden. War gestern sogar bei 9000 Coins. Den können wir jetzt hier auch für 6000 Coins verkaufen, weil der eben für die Ibrahimovic SPC ebenfalls gebraucht wird. Dann könnt ihr mal gucken, denn Timo Werner könnte dann auch sehr interessant sein, weil der eben dazu den Strong Link hat. Und da gucken wir mal. Okay, der ist noch sehr günstig, also der ist leider nicht gestiegen. Hätte aber sein können. Ja, ich würde sagen, das war's vom Video. Wie gesagt, wir haben mit allem Möglichen, mit jeder Investition, die wir getätigt haben, so großen Profit gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr für einen Profit rausgeholt habt. Es ist echt Wahnsinn, was hier wieder möglich war und wie die Preise sich entwickelt haben. Heute Abend werden wir uns auf jeden Fall nochmal angucken, wie dann die Preise aussehen und werden dann nochmal ordentlich investieren. Das war's auf jeden Fall vom Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.